Gesund essen ist ja schön und gut, aber manchmal muss es doch auch ein bisschen ungesund, salzig, fettig, würzig sein, oder? Falls ja, dann habe ich da genau das Richtige für euch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pflanzenhunger.de. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Rezept für veganen Bacon, veganen Schinken, der ist so unglaublich. Es schmeckt so lecker und so krass gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie echter Schinken schmeckt. Ich bin jetzt einfach schon ein paar Jährchen vegan, Vegetarier. Dementsprechend habe ich das schon ewig nicht mehr gegessen. Ich weiß nur, es schmeckt würzig, es schmeckt kross, es schmeckt so lecker. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. Die Basis unseres Specks bildet Reispapier, welches ihr im Asialaden bekommt. Zwei Scheiben Reispapier werden von beiden Seiten angefeuchtet und dann zusammengeklebt. Dann wird der Reisspeck in Scheiben geschnitten. Jetzt fehlt nur noch die Panade. Dafür wird jede Menge leckeres Zeug zusammengerührt, zum Beispiel Hefeflocken, Sojasauce und flüssiger Rauch. Das genaue Rezept findet ihr wie immer in der Beschreibung. In diese hübsche Panade kommen jetzt die Reisstreifen, was eine ziemlich matschige Angelegenheit ist. Zu guter Letzt muss der Bacon nur noch gebraten werden. Ich habe hier allerdings viel zu viel Öl genutzt, die Hälfte hätte es auch getan. Der Trick ist, den Bacon bei geringer Hitze ganz langsam knusprig zu braten. Ich habe ihn dann ganz klassisch mit Rührtofu gegessen. Heute ist einer dieser Tage, an dem ich wünschte, Geruch würde auch über YouTube funktionieren, weil es riecht hier so unglaublich lecker und würzig in meiner Küche, in meiner ganzen Wohnung. Es ist so, so lecker. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept auch mal aus und es gefällt euch genauso gut. Ich bin ganz gespannt auf euer Feedback, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr es mal ausprobiert habt, schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie es bei euch geklappt hat. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über jede Menge Daumen nach oben. Wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video und bis dahin füttert euren Pflanzenhunger.